Doch, Manfred. Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von Thomas IFA Garage. Ich freue mich sehr, dass ihr den Weg wieder hier zu meinem Kanal gefunden habt. Für alle diejenigen, die dieses Projekt hier noch nicht kennen oder noch nicht alle Folgen geschaut haben, für die habe ich die Playlist zu diesem Fahrzeug unten nochmal in der Videobeschreibung angepinnt bzw. verlinkt, damit ihr bei diesem Projekt nochmal von Anfang an gucken könnt, was haben wir hier alles gemacht, was war so ursprünglich der Plan, was hatten wir hier so für Hindernisse und so weiter und so fort. Einfach nochmal zum Nachvollziehen dieser ganzen Geschichte. Dieses Video heute soll, wenn wir so wollen, das Abschlussvideo zu diesem Projekt sein. Ich will noch mal ein kleines Fazit ziehen, ein kleines Resümee machen und euch mit ein paar, ich denke doch, schön bewegten Bildern die ganze Sache noch mal aber so richtig schmackhaft machen. Nach dem Intro starten wir los. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Unser Panamani-Projekt. Schon bei der Namensfindung habe ich euch ja mit einbezogen. Das war aus meiner Sicht der beste Vorschlag. Deswegen ist das eigentlich unser Projekt Panamani. So wie er sich entwickelt hat, ist es aus meiner Sicht eher Pornomani geworden als Panamani. Wie auch immer. Der ursprüngliche Plan zu diesem Auto war es ja eigentlich, günstig in Panama-grünen Universal zu kaufen und hier für die Firma mehr oder weniger anzumelden, damit ich meine ganzen Pakete, die der Postfahrer nicht wegkriegt oder wenn die mal nicht kamen oder was auch immer, hier in der Stadt Romer fahren kann, wegbringen kann und so weiter und so fort. Um eben nicht immer jedes Mal, in Anführungszeichen, mein teures Westblech rauszuholen und mit dem ihn hier in der Stadt da rumzugondeln. An den Dienstwaren war zu dieser Zeit noch nicht zu denken. Deswegen war das so der ursprüngliche Plan bzw. das ursprüngliche Ziel zu diesem Auto. Genauso war bei dem Projekt geplant, Felgen, Fahrwerk, Sturzkorrektur, bisschen Spielerei, fertig. Weil Motor lief gut, Achse hatte nicht wirklich viel Spiel, gebremst hat er, TÜV war alles drauf. Das Thema war eigentlich ein ganz klassisches Versuchen, so ein Ding günstig zu kaufen. Könnt ihr vergessen, kann ich euch schon mal gleich sagen. Der war trotz des guten Zustandes, den er hat, prinzipiell nicht günstig. Zumindest nicht mit den Mängeln, die sich danach tatsächlich rausgestellt haben. Das war jetzt die Idee hinter diesem Krawarzeug. Und natürlich wisst ihr ja, dass dieser Kanal und das Unternehmen, das ich hier so betreibe, eben genau mit solchen Anschauungsobjekten lebt. Und so ist im Laufe dieses Projektes sehr, sehr viel einfach dazu gekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, das könntest du mal probieren, das wäre doch cool, das probiere ich mal, das wird mal hier getestet und so weiter und so fort. Und genau so ist das ganze Thema hier tatsächlich ja doch schwerwiegender gewachsen, als das ursprünglich der Plan war. Am 20.10. oder 22.10.2022 habe ich das Auto geholt. Es ist jetzt also fast, naja, schon nur ein paar Tage bis Oktober, aber fast ein ganzes Jahr vergangen, bis das Auto vom Ursprungszustand bis jetzt hier so dasteht. Mittlerweile habe ich eben aufgrund der vielen Geschichten hier so ringsrum, Teile holen, Strahlen, Pulvern, dies, das, tralala, auch so ein, sagen wir mal, Dienstwagen hier für die IFA Garage mir angeschafft. Und eigentlich war das Thema mehr oder weniger obsolet, noch ein Trabi sich quasi anzuschaffen für diese ganzen Stadtwegsgeschichten und so weiter. Also eigentlich brauche ich ihn eben genau für diese Themen nun nicht mehr. Und nun steht halt das Thema an, das Auto tatsächlich zu verkaufen. Im Moment tue ich mich damit echt schwer, muss ich euch ehrlich sagen. Und glaubt es mir, mit den Bildern, die ihr vielleicht auch bei Instagram und so weiter schon gesehen habt und den bewegten Bildern, die hier von dem Fahrzeug entstanden sind, wie gesagt, fällt mir das immer schwerer, weil ich finde, es ist wirklich, wirklich ein richtig, richtig geiles Auto geworden. Ziel war es von der Sache her, die geile Farbe, das Panama-Grün, original, so wie es ist, bestmöglich in Szene zu setzen. Und ich finde immer, eine zu einer dunklen Farbe gehört Chrom oder Silber oder was auch immer. Und am Ende des Tages haben wir es jetzt, glaube ich, bei dem Auto wirklich gut geschafft, uns da auf drei Farben zu beschränken. Das ist Schwarz, Chrom und eben das Grün. Das Schöne finde ich, bei dem Auto ist in der Entwicklung halt einfach, also in der Entwicklung des Bauens, eine Geschichte entstanden, wo man eben sagt,
dieses ganze klassische Bramborium, was mehr oder weniger versuchen alle dran zu bauen, also runde Stoßstangen, Nierenspiegel und so weiter und so fort, halt hier irgendwie nicht dran gekommen ist. Ja, also es ist der, man müsste ja fast sagen, neue Schule Trabi geblieben mit eckigen Chromstoßstangen, neue Spiegel und so weiter, aber halt so ein paar Elemente von den alten Autos, wie die Chromgriffe, die silbernen Entlüfter hier an der C-Säule und so weiter, die das ganze Farbbild, was ich angesprochen habe, wird er so geil rausholen, wie ich mir das einfach vorgestellt habe. Weil zu diesem, sagen wir mal, ganzen Geschichten hätten auch diese matten Stoßstangen-Ecken nicht gepasst. Deswegen haben wir sie ja, oder habe ich sie ja dann schwarz-glanz machen lassen, weil ich eben finde, dass das genau zu dem ganzen Bild, was das Auto so zeichnen soll, einfach richtig gut dazu passt. Jedenfalls ist das so ein bisschen mein Eindruck und meine Wahrnehmung dieser Farbkombi, die ja einfach dran gekommen ist. Ihr merkt es auch vielleicht schon so ein bisschen und am Boden werdet ihr es auch sehen. Das Auto ist mir unfassbar ans Herz gewachsen. Gerade jetzt, wenn der am Ende so fertig ist und genau so dasteht, wie er dasteht. Mit diesen Rädern. Also am meisten verkaufe ich ja tatsächlich diese Felgen, die auf Gerald drauf sind. Also diese Nachbau-BBS-Geschichten. Aber ich finde diese Felge hier, der große Klassenverein, die er bei mir im Shop genannt, ja wesentlich geiler irgendwie. Keine Ahnung. Durch diese Dreiteiler-Optik mit den Schrauben, also wieder schwarze Schraubenköpfe zu den schwarzen Elementen hier und so weiter. Das passt mit dem schwarzen Namendeckel wie die Faust aufs Auge hier. Wir haben also hier verbaut, großer Klassenfeind, 7x15 ET30 mit 165-45 Reifen. Hinten Weltpremiere bei Thomas Iwer Garage, ohne Sturzkorrektur. Kante geschnitten, was ging, klar, aber prinzipiell ohne Sturzkorrektur. Nicht gezaubert, nicht gezogen, passt so drunter in Verbindung mit, auch das, sagen wir Weltpremiere, 4x100er Trommeln an der Vorderachse für Gleichlaufwelle und die bekannten 4x100er Trommeln von uns hier mit Radschrauben hinten. Also mehr ist tatsächlich nicht gemacht, was das Thema anbelangt. Vorne braucht man noch eine 20er Spurplatte, damit das Rad nicht zu weit drin steht. Wir haben es erstmal mit einer 15er versucht. Da stand er ja verhältnismäßig weit drin. Jetzt mit einer 20er Platte finde ich, passt das super. Kante vorne schneiden, gar nicht, komplett original, nur hinten. In Verbindung, das Ganze finde ich persönlich, wie immer so mit 15 Zoll, wenn es ein bisschen tiefer werden soll, mit TF180, hinten die Winde, vorne Blattfeder, wie immer mit den schönen Sachsdämpfern für die Vorderachse, richtig geiles Fahren, nicht zu hart, nicht zu weich, wirklich aus meiner Sicht eine ganz feine Geschichte. Man muss dazu sagen, vielleicht sieht man das sowohl auf dem Poren als auch hier, er hat jetzt eine leichte Keilform nach vorne. Das habe ich jetzt bewusst auch erstmal so gelassen. Warum? Die Blattfeder vorne wird sich definitiv noch setzen. Wenn wir die letzten Einstellfahrten hier von dem Vergaser noch vornehmen, dann wird sich die Blattfeder, gerade wenn wir mal eine Hubbelstraße oder eine weitere Strecke gefahren sind, definitiv noch setzen. Wir haben jetzt hier Mitte Fuchsfänger zum Boden 7,5 cm. Nur mal so zum Vergleich, bei Gerald sind es 5,5 cm. Bei meinem blauen müsste ich jetzt nochmal messen. Aber irgendwo dazwischen wird sich die Wahrheit abspielen. Der wird sich also nochmal ein ganzes Stück auf jeden Fall setzen. Und erst danach passe ich dann mit dem Gewinde hinten die ganze Geschichte so an, dass der absolut in Ware steht. Wenn man natürlich auf TF180 um 15 Zoll gehen und das Ganze auch TÜV kriegen soll, was es definitiv kriegt. Mein Prüfer freut sich schon auf das Auto, weil er die Felgen so geil findet. Auspuff durch Sivai. Wir haben hier diesmal mit einem Edelstahlflexrohr gearbeitet. Klassisch Vorschalldämpfer ein Stück umgeschweißt, zwischen Antriebswelle und Querlenker auf den Lang gegangen und dann durch Sivai entsprechend nach hinten, so wie wir das immer machen, Auspuffhalter gebaut, unter dem Fahrersitz und so weiter. Ich habe diesmal nicht einfach ein Loch gebohrt, Schraube durchgekontert, sondern habe diesmal so eine Einziehmutter reingemacht, dass du ganz bequem von unten da schrauben kannst, ohne dass du es halt gegenhalten musst. Der Lack ist einmal von Theo komplett aufgearbeitet, heißt klassisch angeschliffen, poliert, versiegelt, keine Keramik drauf. Ich finde immer, das bringt bei so alten Fahrzeugen, die du sowieso jetzt nicht so oft fährst, im Alltag bei Regen und Schlechtwetter sowieso, nicht so viel. Das heißt, der Lack, soweit ich das beurteilen kann, ist original und eben durch uns nur nochmal wirklich schön, also Theo, danke an der Stelle nochmal, auf den Zustand gebracht, wo ich halt sage, das ist so ein geiles Auto geworden, wirklich. Also
wirklich, das ist nur meine Meinung. Ich will da jetzt nicht hier, oh, das ist das geil, macht, ja, um Gottes Willen, oder mich da jetzt in irgendeiner Form selber loben. Das mag für manche so rüberkommen, ist mir aber wurscht. Ich habe bei diesem Auto genau das festgestellt, was ich lange vermisst habe, nämlich, dass ich, wenn ich ein Auto baue und auch das Auto verkaufen will, das ist mit dem 312er so, das ist mit, ich habe noch einen Hygomal draußen stehen, den werden wir noch zusammen machen. Ich habe auch noch ein drittes Projekt am Laufen, da werdet ihr das merken, ich baue das Auto so, dass ich für mich sage, ich pelle mir darauf ein, weil ich es einfach geil finde, wie es am Ende geworden ist. Punkt. Und nicht, wie es der andere geil findet oder was auch immer, ist mir wurscht. Ich, so wie ich das denke. Wir haben ja dann, wie gesagt, bei den Griffen so ein Thema gehabt hier. Das war tatsächlich am Ende des Tages auch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte, weil Bakelitgriffe und hier Chromgriffe und Alugriffe sind tausend gefühlt verschiedene Varianten. Gerade am Heckschloss habe ich aus drei Schlössern eins gebaut. Bei dem einen passt die Feder nicht, beim nächsten der komische Halter für die Feder nicht und so weiter und so fort. Das einzige Ärgernis ist eben, dass es zwei verschiedene Heckklappen gab. Einmal welche mit Sicke für den Griff und einmal ohne. Ich habe natürlich den mit Sicke für die Bakelitgriffe. Sieht man jetzt auf den zweiten Blick gut, okay, von mir aus, aber trotzdem absolut annehmbar, wie ich finde. So, also es funktioniert trotzdem alles ganz genau so, wie es schließen und machen und was auch immer soll. Dann haben wir am Heck, weil ich fand, dass diese roten Lichter diese drei Farben-Geschichte so sehr unterbrochen hätten, ja, die einfarbigen gelben Rückleuchten dran. Ich finde, das passt irgendwie saugend in dieses grüne Ford-Konzept so ein bisschen rein, weil das nicht so aufdringlich wirkt. Und abrunden tun wir diese ganze Dreifarbgeschichte auch mit den Original, ja, ich weiß nicht, was es ist, Alu-Emblemen. Also nicht hier auch das schwarze Zeug. Hätte wahrscheinlich auch gepasst. Mir hat aber das mit den Alu-formenden bzw. so anpolierten Geschichten irgendwie besser gefallen. Und genau deswegen ist es quasi auch dran. Also im Innenraum, wenn du so willst, neues Lenkrad, ein neues Armaturenbrett, aber alte Sitze ohne Kopfstützen und so. Also ihr merkt schon, es ist ein Mix aus vielen Geschichten, aber summa summarum finde ich rein äußerlich eine wirklich annehmbare Geschichte geworden. Von unten ist es komplett eskaliert. Vollständige Technik des Autos bis auf Motor und Getriebe ist einmal neu gekommen. Das bedeutet, alle Achsen, alle Achsteile, gestrahlt, gepulvert, Motorverkleidung, Luftfiltergehäuse, alles. Einmal komplett gestrahlt, gepulvert, neue Bremsen, alles hier von mir aus dem Regal. Einmal komplett neu gemacht, Achse neu gelagert vorne, also neue Buchsen aufgerieben, alles schick gemacht, alles schön gemacht. Selbes an der Hinterachse, neue Bremsleitungen, Stahlflexleitungen zur Verbindung Achse zur Karosse und auch vorne wie hinten Polyurethan-Lager. Einfach eine runde Sache, finde ich, zum Fahren fast zu schade. Das Einzige, was hier drunter alt geblieben ist, ist der, sagen wir mal, der alte Unterbodenschutz und so weiter und so fort. Da haben wir jetzt so an sich nichts weiter gemacht. Eine kleine Besonderheit hat dieses Auto noch gekriegt, auch, sagen wir mal, neu hier in der Thomas-Iva-Garage-Geschichte. Ich habe mich immer geärgert, dass du, wenn du so ein Auto aufbaust und, sagen wir mal, ein Sparfeuerhäuser hast, dass du gleich so einen Blockfeuerhäuser dranhängst, weil du dann eben, naja, gleich, sagen wir mal, performance-technisch on the next level bist. Weil der ja wirklich besser funktioniert. Mal abgesehen davon, dass du auch Sparfeuerhäuser wirklich gut eingestellt und abgestimmt kriegst und so weiter, will ich auch nicht zu viel Negatives an der Geschichte lassen. Aber die Idee war ja, okay, komm, Blockfeuerhäuser war schon dran, machen wir den Blockfeuerhäuser einmal frisch, hängt den wieder dran. Das Thema, was ich immer wieder habe, ist dann, zumindest habe ich das, vielleicht ist es bei anderen anders, ich weiß es nicht, ich kenne es jedenfalls nur so, dass du auch bei dem Blockfeuerhäuser am Ende einen Haufen Knetsch unter dem Auto hast. Haben wir bei Gerald gesehen, dass der ganze Motor wieder versifft und alles richtig ärgerlich und einfach unschön. Und deswegen habe ich mir so gedacht, Mensch, es muss doch auch eine Lösung geben, wo wir, ohne jetzt die Heizung zu sehr zu beschneiden, ich mache da mal gleich ein kleines Sternchen dran, hier einen Verjaser dran bauen können, der modern ist, der nicht so viel rumsifft, der besser oder mindestens gleichwertig gut läuft und so weiter und mit einem Umbauaufwand zu realisieren ist, den jeder Laie kann. Und rausgekommen ist eben daraus der Thomas Iva Garage Mikuni, der wirklich unfassbar gut an diesem Auto funktioniert. Ob das jetzt an dem Krümmer mit großem Durchlasslicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich,
also dass das ein Zusammenspiel ist, was eben besonders gut funktioniert. Das kann ich erst später sagen, wenn ich nochmal ein Auto gebaut habe, der quasi den normalen Krümmer hat. Aber das ist wirklich eine echt coole Geschichte. Und ich meine, die Bautenzüge an dem Vergaser sind alle fix und fertig dran. Also die baue ich natürlich, ist klar. Die sind alle fix und fertig dran. Du hängst das Teil ran, schraubst zwei Stehbolzen raus, tauschst die gegen zwei Inbusschrauben, hängst den Vergaser dran, verbindest die Bautenzüge, steckst deinen Luftschlauch drauf und bist einfach fertig. In Klammern, eine gewisse Feinabstimmung kann immer noch sein. Prinzipiell sollte es aber nicht so vorkommen. Das Sternchen, was ich vorhin gesagt habe, war eben einfach, dass der Krümmer, den ich dran habe, von Haus aus schon keine Heizung hat. Deswegen musste ich ja sowieso nicht irgendwie was basteln und so weiter. Der Vergaser ist aber so gebaut, dass minimals an dem Heizungsthema was bearbeitet werden muss. Nicht aber in einer Größenordnung, wo ich sage, da muss was weggeschnitten, zugeschweißt, was auch immer werden. Hat sich absolut bei diesem Projekt, finde ich, bewährt. Das Auto läuft wirklich richtig gut. Also ich versuche da auch nicht zu sehr zu übertreiben, auch wenn es mir schwerfällt, weil es eben wirklich einfach gut ist. Wird noch eine Weile dauern, bis der Mikuni kommt, einfach weil ich sage, ich will es halt doch nochmal an einem anderen Auto mal ausprobieren, so nach dem Motto, alter ab, neuer dran, gucken wie es läuft. Jetzt nicht zu viel Werbung an der Stelle, aber trotzdem, sag doch mal was. Ey, ehrlich, sagt mir ruhig auch mal eure Meinung, wie ihr das vielleicht auch anders gebaut hättet oder was auch immer. Jetzt ist es so, ich werde es auch nicht mehr verändern. Ich finde es auf jeden Fall wirklich, wirklich geil, auch weil es jetzt ja fertig ist und so weiter, hier die ganze Geschichte so dastehen zu haben. Auch der Panoramaspiegel, ja, fand ich prinzipiell immer hässlich, weil er so riesig ist. Ja, Gerald habe ich den kleinen, im Main habe ich den kleinen, aber du siehst in dem Spiegel verdammt viel. Von daher ist das eine echt, echt auch coole Erfahrung, muss ich einfach so sagen. Vielleicht erinnert ihr euch auch an das Thema mit den Spiegeln, die waren ja ursprünglich auf dem Kotflügel bzw. Auf die Tür getübelt. Da habe ich lange gerätselt, wie ich das gemacht habe. Jetzt habe ich da einen schön schnuffligen, kleinen, schwarz-weißen IFA-Aufkleber. Also weiß im Sinne von vielleicht in Richtung Chrom, Silber, was auch immer. So dass wir eben dieses Schwarz-Chrom-Grün-Thema damit wieder so ein bisschen abgeholt haben. War vom Aufwand her das geringste, fällt optisch am wenigsten auf. Und man könnte sogar den Eindruck gewinnen, das soll genau an der Stelle auch so wieder sein. Ansonsten die komplette Abgasanlage, die drunter ist original IFA, einmal neu, einmal ordentlich gekommen, Benziner ein Set dran, dass wir von dem siffenden alten Benziner wegkommen. Anlasser, kleine Lichtmaschine von mir, Getriebeöl frisch gekriegt. Also so ein bisschen mangels dem, technisch zumindest meine ich, an wenig. Das als in Anführungszeichen kleine Zusammenfassung dieses Projektes. Ich möchte mich an dieser Stelle für eure Zusendungen, was die Teile an diesem Auto anbelangt, ihr wisst ja, am Anfang habe ich ja dieses ein oder andere gesucht und dank euch auch gefunden, bedanken an die Unterstützung meiner allen Nachbarn hier, der Jungs und so weiter, die mir hier mitgeholfen haben, ob es jetzt beim Entlüften ist und so weiter und so fort. Vollkommen wurscht, eine absolut runde Geschichte, wie ich finde. Wie dem auch sei, Freude der Nacht, ich entlasse euch für diesen Mittwoch in ein paar hoffentlich für euch sehr, sehr reizvolle, bewegte Bilder. Sag vielen, vielen Dank, dass ihr auch hier wieder dabei seid und kann euch quasi mit dem Teaser der nächsten Projekte quasi nur raten, hier dran zu bleiben. Wir wollen, wenn das Thema durch ist, uns in Richtung des 312er Wortboys wieder ein bisschen mehr begeben, beziehungsweise meinem 353, dass wir hier nicht so viel Trabant-Content haben, beziehungsweise denke ich, haben wir jetzt schon relativ viel Trabant-Content hier gehabt. Das wird sich nicht vermeiden lassen, das sage ich gleich, aber das nur mal so als perspektivischen Ausblick. In diesem Sinne, bis nächste Woche, meine Freunde. Tschüssi und ciao!